Hier haben wir den Le Voyageur LVX7.9 GJF Heritage. 218.120 Euro, 7,91 Meter lang, 2,99 Meter hoch, Automatikgetriebe. Und 2,32 Meter breit. Ossi, das ist was für uns. Naja. Könnte was sein. Ist schon ein bisschen groß für mich. Aber jetzt schauen wir mal rein. Nein, für mich wäre es gerade die richtige Größe. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall rein, ob der was ist, was uns auf jeden Fall schon mal sehr gut gefällt. Das ist die Haube. Denn das ist ein altes Thema, dass die Scheibe so weit vom Lenkrad weg ist. Und durch die Haube wird dieser Weg, dieser Abstand verkürzt. So, da sieht man schon mal ein Hubbett und vorne das Mercedes-Cockpit. Und da sitzt man extrem hoch. Ja, und das ist Face-to-Face. Face-to-Face, genau, mit dem ausklappbaren Tisch, den man natürlich auch in alle Richtungen drehen kann. Aha. Genau. Ja. Sieht aber nicht schlecht aus. Der Sitz ist ziemlich hoch, weil wir haben hier eine Stufe. Das ist Le Voyageur, hat hier, wie in der Frankia-Gruppe üblich, eine Stufe. Man sieht es hier. Es ist nicht so dramatisch, aber es sind trotzdem ein paar Zentimeter Unterschied. Ich weiß es nicht, warum die das nicht anders bauen. Ja, aber okay. Was sagst du zu der Stufe? Ja, man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Wir wollten das nicht haben. Eigentlich nicht, nein. Mhm. Cockpit ist ein ganz normales Mercedes-Cockpit. Der elektrische Fensterheber geht natürlich nicht, das ist klar. Aber die Rückfahrkamera, die ist da vorne eingebaut, das ist nicht schlecht. Und auch hier hätte man nochmal Platz für eine weitere Kamera. Ansonsten sieht es ganz gut aus. Und man muss halt den Sitz ein bisschen runterlassen, wenn man dann fährt. Und wenn man also bezüglich der Stufe haben wir uns jetzt erklären lassen, dass hier der Doppelboden so hoch ist und deswegen findet hier keine Gleichheit statt. Denn sonst müsste angeblich der Airbag von Mercedes Sprinter stillgelegt werden. Wir können nichts dazu sagen, das ist die Auskunft des Händlers. Der Sitz lässt sich sehr gut verstellen, also das ist ja, die Griffe sind gut erreichbar. Das muss man mal ganz klar sagen. Man muss halt da ein bisschen hin und her, wie es üblicherweise ist. Natürlich kann man den drehen. Du musst nur ein bisschen vorgehen und dann kannst du da runterfahren. Aufstehen musst du natürlich ein bisschen. So siehst du, und dann kannst du rum. So geht es. Und dann sitzt man richtig. Und das Lenkrad ist verstellbar, wie ich gerade mitbekommen habe. Das kann man nach außen ziehen, ja. Mhm. Und dann ist natürlich der Sitz zum Drehen sehr schwierig. Und das ist das normale Mercedes-Cockpit. Das ist nichts anderes mit den ganzen Dingern da. Sie haben halt hier ein Alco-Chassis und kein Mercedes-Chassis mehr. Ja, das ist klar. Das haben ja die meisten jetzt, ja. Das haben ja die Frankia mittlerweile auch alle und die Hümer haben das ja auch. Ja, nur der Frankia hat in dem Moment vielleicht noch einen Heckantrieb. Möglicherweise und dadurch das Fahrerhaus ein bisschen mit angehoben. Das könnte sein. Nee, der ist nicht angehoben. Frankia ist genauso niedrig. Ja? Ja, ja, der hat auch die Stufe drin. Okay. Und der hat es sogar beim Fiat drinnen. Die Stufe, ja. Ja, ja. Aber der Le Voyageur ist ja der Mutterkonzern von Frankia jetzt. Ja. Und ist auch der hochwertigere, oder? Ja, ist so. Ja. Also da klappert nichts, auch nach 20.000 Kilometern nicht, oder? Schauen Sie mal, wir haben hier eine Entkopplungsmatte. Aha. Zwischen dem Möbelbau, der Seitenwand und dem Dach. Mhm. Da, wo die Möbel befestigt werden, ist diese Entkopplungsmatte drunter, damit eben keine Geräuschentwicklung vorhanden ist. Mhm. Super. So, jetzt haben wir sogar noch ein paar Zusatzinformationen bekommen. Und Le Voyageur versucht auch noch andere Grundrisse vielleicht nächstes Jahr aufzulegen, vielleicht sogar mit einer Hecksitzgruppe. Auf jeden Fall ist das Fahrzeug hochwertig gebaut
Warum das so ist mit der Stufe da drinnen, also ich kann es nicht beurteilen, das nimmt man einfach so hin und wer es haben will, der kann ja auch damit leben. Dann haben wir hier den Küchenbereich mit einem Zweiflammherd, was hier auslangt. Dafür haben wir hier eine schöne Arbeitsfläche und kann dann eventuell eine Induktionskochplatte draufstellen. Da haben wir das Spülbecken, was da was ich nicht zufällt, ist der zweite Ausgussfeld. Aber dafür hat man hier einen richtigen Tropfen und nicht wie bei uns, der dann ausläuft. Man hat hier auch die modernen USB-Stecker, also nicht einfach, sondern USB-C und normal USB, was auch für das Fahrzeug und für die Marke spricht. Und dann die Klappen, die haben wieder ihre eigene Technik, jawohl, in der Mitte geht's hoch. Geht aber schwer. Ja. Oder war das jetzt nur mit einer Hand? Und da sind auch noch richtige schöne Scharniere verbaut, ja, eingebaut. Ja. Und mit Abzugshaube. Jawohl. Und unten. Dann haben wir hier Dachfenster und ein großes Heckifenster ist natürlich. Und ja, jetzt hier so die üblichen Schränke. Besteck und schau mal, hier ist noch ein Auszug, wie es aussieht. Ja. Mhm. Und einmal Zentralverriegelung, ne? Nee. Nein, das ist wahrscheinlich. Ist nur der Auszug. Und hier verriegelt Apothekerschrank. Was ich sehr schön finde, ist hier diese seitliche Anordnung. Der Fernseher langt vollkommen aus. Und hier hat man das Ganze versteckt und kann die Technik auf und zu machen. Das wird wahrscheinlich die Treppe sein oder was auch immer. Was fehlt, ist unten der Schubkasten, weil da die Elektronik außen eingebaut ist. Dafür gibt es dann oben den Platz, entweder für einen Backofen oder als Zusatzstaufläche. Weil natürlich das sehr tief ist und wenn hier oben was ist, kommt man natürlich nicht hin. Schwierig hin, ja. Ja, das ist ein normaler Dometic-Kühlschrank. Jawohl. Und da haben wir eine sehr große Dusche. Ja, mit Oberlicht, also Fenster, was sehr schön ist. Und Seifenschale. Genau. Und die Dusche ist groß. Ja. Da kann man jetzt eigentlich gar nicht meckern. Mit zentralen Abfluss. Ja. Da haben wir die Bodenklappen übrigens. Schauen, was da drin ist. Ah ja, Staufläche. So. Und jetzt kommen wir zum Bad. Ja, das ist klein. Nein, das ist doch nicht klein. Ja, so wie man es braucht. Ganz gut, ja. Ja, man kann die Toilette nutzen und ohne. Ein großes Fenster ist hier drin. Ja, ja. Mhm. Waschbecken. Ja, und genügend Stauraum hat es hier. Ja, hier ist der Schlafbereich mit vielen Schränken. Das sieht eigentlich sehr genügend aus. Ja, ja, schau mal, da ist auch ein Schrank. Ja. Ah. Denke mal ein bisschen auf nach hinten, sonst kann ich da nicht dran. Ja, ein Kleiderschrank oder mit Fächer, das ist bis da unten. Ja, und mit Licht ist natürlich gut. Ja, und da sind die Polster fürs Bett noch mit drin. Gut. Und hier auch ein Oberlicht, seitlich Fenster. Und ja, nimmst du mal, dann kann ich da nämlich jetzt besser gucken, oder? Jetzt schauen wir, was hier noch alles geht. Ja, also, gehen wir mal erstmal. Wir brauchen erst einmal hinten USB-Steckdosen. Ja, dann und eine Ablage fürs Handy. Ja, gut. Ich gerade gucke, also hier hat es Lautsprecher, Lichtboxer, hunderte Licht, ja, also mehrere Schalter. Und USB? Vielleicht mit der Lampe. Also auf den ersten Blick kann ich jetzt hier
Keine sehen. Da werden wir ich schauen müssen. Ich sehe jetzt hier keine. Ja, hier in der Mitte ist zum Öffnen klar. Aha. Ja, die sehen. Also diese Staufächer sind geräumig. Die sehen sehr groß aus, ja. Da kriegt man also, was unter und ja. Schauen wir, was wir hier kriegen. Jawohl. Aha. Also, da kriegt man einiges unter, diese Seitefächer. Ja, da kriegt man natürlich auch einiges unter. Kleiner Kritikpunkt, das Fenster ist nicht ganz hinten. Also so geht es aber schon. Ging noch, also, ja. Schon. Ja. Aber es ist nicht ganz hinten, was natürlich schon ein Vorteil ist. Mhm. Da muss ein Kleiderschrank sein, Ursi. Laut Plan von außen muss da ein Kleiderschrank ja, sein. Ja, vermutlich ist der da auch. Lass mal, hier haben wir was. Da haben wir eine Schublade. Und hier noch mal eins. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Nein. Das ist gar nicht schlecht. Was hat es hier für? Da hat es die, oder? Was das ich, ist ein 12-Volt-Stecker. Richtig erkenne. Und das sieht nach Schalter aus. Also da kann man USB reinmachen wahrscheinlich. Mhm. So, und was haben wir hier? Gleiche Schränke nochmal. Jawohl, die Schubfächer. Gleiche. Also die Schubfach bin ich jetzt eigentlich nicht. Das ist nicht schlecht, ja. Ja. Wir müssen nur schauen, wo bringen wir die Kleider unter. Ja, da in dem Schrank. Ja. Das ist halt ein bisschen schmal, aber da ja zwei. Da ist eine kleine Stange oben. Drin, ja. Ja. Aber das, dafür haben wir zwei. Mhm. Okay, mal schauen. Haben wir die Stufe, das Kummer. Ja. Oh ja. So, da kann jetzt nicht richtig reinschauen. Da kann, ja, ist gut, da kriegt man die Wäsche rein. Du meinst die Schmutzwäsche? Ja. Und da unten ist auch noch ein Fach, wie es aussieht. Jetzt schau mal, da müsste noch ein Kleiderschrank irgendwo sein, wo du drauf sitzt. Hier soll hier ein Kleiderschrank sein. Das ist doch zu. So ist es zumindest eingezeichnet. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Wahrscheinlich die seitliche oder die? Also da müssen wir nochmal schauen. Ja. Sonst macht es einen gemütlichen Eindruck. Was hier nicht möglich ist, das ist hier eine Kuschelwiese. Doch, bestimmt. Da kommt auch was drauf. Das bleibt doch jetzt so. Dann ist es aber vorne immer noch mit Trittstufen. So, schauen wir, was er drunter hat. Drunter hat er einen normalen Lattenrost. Also keine Folie. Ja, also das war ein kurzer Einblick in das Fahrzeug. So macht es keinen schlechten Eindruck und angeblich ist das alles eine sehr gute Verarbeitung. Was man hier, der Türe ist auch da. Ja, hier. Ja. Also kann man ein sogenanntes Raumbad oder halt einfach zum Abschluss. Ja. Ja, okay. Also, dann schauen wir uns das Fahrzeug von außen an. Mhm, genau. Also hier haben wir Durchlademöglichkeit. In diesen Seitensitzplatz. Hier haben wir das Gasfach. Und die Spiegel sind auch mit Ton- und Winkelspiegel zusätzlich dabei. Was ich toll finde, ist das Elektrofach. Da ist vorne alles bereit und dann hinten kann man dann, hat man dann genügend Platz für Batterien etc. Was natürlich dann fehlt, ist eben diese Vorratsschublade, wie sie wir haben, aber dafür hat man hier die ganze Elektrik sauber untergebracht. Die Garage könnte für ein 7,91 Meter Fahrzeug etwas größer sein. Der Rücken schaut sehr elegant und professionell gemacht aus. Also, da sind diese dicken Knaufe, wie sie viele Fahrzeuge haben, die sind nicht vorhanden. Man sieht auch, dass die Tür mehr als 90 Grad aufgeht, wie es zum Beispiel bei Franke und Hümer ist. Also hier hat man etwas mehr Spielraum. Das sind die Außenklappen. Da haben wir die Kassette. Das
zu wahrscheinlich. Nein, ist offen. Das ist die Ersatzkassette. Da ist die alte Heizung untergebracht. Und hier hat man auch eine Durchlademöglichkeit unterm zweiten Sitz. Da ist die Tür ins Fahrerhaus. Nachdem das etwas tiefer liegt, braucht man auch keine zweite Stufe, da kommt man auch so gut rein. Zwar ein bisschen erhöht, aber eine ausfahrbare Stufe ist nicht zwingend notwendig. Oder, Ossi? Was? Ich habe jetzt nichts zugehört. Eine ausfahrbare Stufe ist hier nicht unbedingt notwendig. Das ist aber schon bequem, es ist ja schon ziemlich hoch. Ja, aber es ist nicht so hoch wie bei uns. Okay. Und hier Versorgungseinheit. Das ist Frankia Club typisch, dass hier gleich ein Schlauch dabei ist. Also der Rollo, der lässt sich hier elektrisch fahren, aber die Steuerung ist nicht am Cockpit, sondern da oben. Und es hat noch einen ganz wesentlichen Vorteil. Ja. Sie kennen das mit der Schwitzwasserbildung zwischen Frontscheibe und Rollladen. Ja. Mit der Beschlagung ja. Der Frontscheibe. Das passiert Ihnen hier nicht. Und ich zeige Ihnen, warum es steuert. So haben Sie hier Belüftung und hier oben ist Abluft. Ah. So kann die Luft zirkulieren und damit beschlägt Ihnen die Scheibe vorne. Da ist keine Beschlagung mehr. Aha. Und der Wärmetauscher ist auch inklusive. Dabei, ja. Also Wärmetauscher ist inklusive. Und dann, dass die Frontscheibe nicht beschlägt. Das ist durch diese Lüftungsschlitze, die hier eingebaut sind. Auch sonnenblendemäßig lässt sich die Jalousie aus Sicherheitsgründen nicht runterfahren, wie es üblich ist. Aber hier gibt es dafür eine große Sonnenblende. Und das reicht dann auch aus, damit man von der Sonne nicht geblendet wird. Also ist durchdacht. Und dann habe ich immer die übliche Frage, den Fensterheber, lässt sich der umstellen, dass man auch, wenn man sitzt, das Fenster von der Fahrerseite runter machen kann? Ja. Das können Sie umstellen? Ja. Also, das ist eine der wenigen Firmen, die das können. Das Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, hat ein Leergewicht von ungefähr 3,9 Tonnen und ist 4,5 Tonnen zugelassen. Aber mit einer Hinterachsluftfederung lässt sich das Fahrzeug auf 4,8 Tonnen auflasten, sodass dann sicherlich genügend Zuladungsmöglichkeit besteht. So, da ist die Kassette untergebracht. Und da sieht man, das ist sehr gut zugänglich, wie bei anderen Herstellern, wo es dann schwieriger zugänglich ist. Die Klappe geht nach unten runter, was eigentlich kein Nachteil ist. Und was hat man hier drinnen? Da hat man ein Zusatzfach, da kann man also eine Ersatzkassette reinstellen. Besichtigung nur mit Standpersonal, der ist schon. Also elektromäßig kann man nur ein bisschen was machen in dem Fahrzeug. Hier ist eine 12 Volt Steckdose und eine 230 Volt Steckdose. Und wenn man zwei E-Bikes drin hat, ist also zwei Steckdosen schon sinnvoll. Aber das sind alles sicherlich Dinge, die man individuell bei einem guten Händler nachrüsten lassen kann. Also die Haube, das ist natürlich ein massives Argument, weil ihm einfach dadurch die Entfernung von Frontscheibe zum Lenkrad nicht allzu weit ist. Da haben wir das große Seitenfenster, da sieht man was. Also schönes Fahrzeug. Ein Premium-Fahrzeug, Ursi. Ja. Die Ursi will wieder nicht. Ich finde ihn nicht schlecht. Also ein bisschen wenig Schrankraum. Man kann da angeblich, wenn es Hubbett weg ist, kann man einen Kleiderschrank zusätzlich einbauen. Aber wir brauchen es jetzt keine Unschein, denn die Ursi schüttelt schon wieder mit dem Kopf. Ich komme zu keinem neuen Fahrzeug. Wir brauchen im Moment kein neues. Im Moment nicht, aber irgendwann ist ja der Moment vorbei. Deshalb machen wir uns kundig. Wir leben in der Zukunft und nicht nur im Moment. Ja.
jetzt hier ungefähr 5 bis 6 cm kleiner die Tür als die von unserem jetzigen Fahrzeug. Also wirkt sie nur etwas kleiner, ist sie aber nicht wesentlich. Und aussprechen tut man das Ganze Le Feuerjeur, nicht Le Feuerjeur. Auch das ist jetzt klargestellt. Der Frischwassertank, der liegt bei 200 Liter. Das wäre also im Vergleich zu unserem jetzigen Fahrzeug eine ordentliche Verbesserung, was ein bisschen ein Nachteil ist, aber nicht so dramatisch. Das ist das Fenster, dass das nicht ganz am Eck ist, wie wir es gerne haben. Aber das ist vertretbar, zumal es auch nicht so eine extreme Überkrise hat. Jetzt haben wir dann noch von einem Gimmick, sind wir dann noch draufgekommen, das haben wir schon auf dem Caravan-Salon entdeckt, nämlich wie man die Betten zusammenführen kann. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Also die Betten kann man auch zusammenführen und das geht folgendermaßen. Hier wird es aktiv geschaltet, damit es grundsätzlich geht, damit man nicht einfach aus Versehen dann zusammenfährt. Jawohl. Und dann schauen wir mal, wie es in der Praxis aussieht. Benötigt zwar ein bisschen Zeit, aber es funktioniert und dann kommt das andere auch rüber. Du kannst loslassen, das hat er jetzt von mir gemacht. Also das ist natürlich nicht schlecht. Und da sieht man gut raus, also ja. So schlimm ist der Abstand gar nicht. Ja. Da ist jetzt gleich im Prinzip, kann man jetzt da seine Sachen ablegen. Da hinten so. Ja, ja, man kann das an mehreren Stellen, kann man das verschieben. Mhm. Und das ist doch nicht schlecht. Und was ist jetzt da hinten? Nur ein Brett? Ja, da ist nur ein Brett drinnen. Also. Mhm. Und zum Rausgehen und Reingehen landet es im Prinzip auch. Wenn beide zu sind, dann ist es ein wenig schwierig. Da gibt es eine Leiter vorne. Mhm. Wobei ich empfehlen würde, so einen Teil ausklappbaren Tritt vom Baumarkt zu kaufen, ja. Der 10 Euro kostet, den stellt man vor, so Haushaltstritt. Ja. So ja. Sieht es. Müssen wir jetzt warten bis 13 Uhr, bis wir Foto mit euch bekommen. Ja. Nee, wir können ja da draußen nach Hause. Da gibt es keine Regenwasserdusche, ja, wie es in vielen Fahrzeugen ist, die mehr Schein als Sein bringen oder keine Vorteile bringen. Und es ist hier auch ein Handtuchhalter untergebracht. Also, ich würde sagen, ein durchdachtes Fahrzeug. Le Feuerjeur. Machen wir erst einmal, das Hubbett hat auch noch ein Gimmick und das zeigen wir euch jetzt einmal. Jetzt muss ich den Nutschen absenken. Jawohl. Den hier auch. Der Profi macht das natürlich alles in einem Ruckzuckgriff. So. Und dann haben wir hier eine Liegefläche von 2x2 Meter. 2x2 Meter? Ja. Und wie kommt man rauf und runter? Da gibt es eine Leiter dazu. Entweder über die Leiter, die man hier einhängt. Ja. Oder hier über Sitzpolster. Aha, okay. Also muss man nicht quer schlafen, sondern man kann dann auch der längst nach schlafen. Und vielleicht kommt Le Feuerjeur mal wieder dazu, eine Hecksitzgruppe zu machen. Das wäre dann unter Umständen gerade mit dem Längsbett nicht schlecht. Ja. Ganz modern, wie es heute Standard ist, USB-C und USB.
Und zwar sind die da in dem Fach. Hier. Also eine Handyablage oberhalb mit USB-Stecker. Ich finde das Fahrzeug super. Muss ich wirklich sagen. So, jetzt haben wir uns den Le Voyageur ausgiebig angeschaut. Und was sagt die Sie dazu? Ist eigentlich ein ganz nettes Fahrzeug, ja. Also spricht eigentlich so nichts dagegen. 200 Liter Frischwassertank, 50 Liter mehr als wir jetzt haben, das wäre eine echte Bereicherung. Klar. Ein Fach für eine Kassette. Preis ganz gut, aber dafür auch gute Qualität. Das ist ein Nachfolger von Gustl. Oder nicht. Nein, wir behalten den im Auge. Also für mich ist das ein tolles Fahrzeug und so wie es aussieht, ist es auch hochwertig gebaut. Wir behalten den im Auge. Was mich nach wie vor etwas nicht so gefällt, das ist die Stufe vorne im Fahrerhaus, zumal das ja auch ein Frontantrieb ist. Denn also uns haben schon viele geschrieben, Frankie hat ja auch diese Stufe, uns haben schon viele geschrieben. Das ist dem Heckantrieb geschuldet wegen der Karrenwelle, aber dem ist nicht so, denn auch das ist ein Frontantrieb und da gibt es keine Karrenwelle. Also warum die Stufe bei Le Voyageur und bei Frankia drin ist, ich weiß es nicht, warum sie die nicht rausmachen. Das ist etwas, was uns ein bisschen stört, aber ansonsten ist es ein sehr rundes und durchdachtes Fahrzeug mit USB-C, USB-Stecker. Das zeigt immer ein bisschen, dass auch hier der Fortschritt weitergeht. Wir gehen auf jeden Fall schon mal positiv, mit positiven Erfahrungen weiter und sehen, was das Leben noch so bringt. Wir sind ja noch jung. Ja, genau. So, das war's von der Vorstellung. Le Voyageur, wendet euch an den Händler, der ist in Kirchheim Tech. Wir bedanken uns, dass wir da so ausführlich das Fahrzeug gezeigt bekommen haben. Und ja, jetzt machen wir weiter auf der Messe. Ja, genau. Ciao. Tschüss.